Und ich denke mal, hier sind wir richtig. Unless they think they're doing the right thing. It might not be a person at all. I mean, with time and space being warped everywhere, anything could happen, really. Right. And that's how your things ended up out here? It's not a bad theory. Okay, so maybe we should ask if anyone else is missing stuff. Let's head to the house and find out. Okay, hier scheinen wir ganz gut zu sein, also ganz richtig. Dann fragen wir jetzt mal hier die Anwohner, ob sie irgendwas vermissen an ihren von ihren Gegenständen. Aha, wir fragen mal den. Hier diese sexy Hexi LeBro. You know, I was thinking, if Noel here really is from the future, he must be pretty curious about this time period. That's true. We should probably explain a few things. I'm all ears. We were all born and raised on Cocoon, but 3 years ago, our home basically fell out of the sky. We couldn't rely on the Broken Fell Sea anymore. So, most of us made the decision to move to Pulse. Weren't there millions of people living on Cocoon? It must have been pretty cramped. Well, it was. But on Pulse, we had to deal with new hardships, like vicious monsters and a lack of provisions. Sounds like a rough time. Yeah. But eventually things settled down, and some former military types helped get things organized. Now there's a growing town at the base of Cocoon's pillar. The guys who used to be in charge are long gone. How did you end up in this place then? Our leader, Snow, suggested we live somewhere near the ocean. We used to live in a seaside town on Cocoon, so it was like we were rebuilding our home. Snow and the rest of us were used to fighting monsters and getting our hands dirty. So we pretty much settled back into our old way of life. Snow's not around right now, so we do the best we can. But if Lightning were back, everything would be so much better. So for everyone here, your sister being gone is the reality. Odd. Okay, das hat uns aber nicht wirklich weitergeholfen zu dem Thema, ob jemand was vermisst. Weil wir sollten ja ins Haus gehen und... Was für ein Spiegel? Untersuchen wir mal. Vielleicht ist das das Portal. Hey, check it out. Wait. Okay, what is that? How did that happen? It's a twist in time. Something that doesn't belong. Yeah. I think this is an artifact. We found an artifact, just as Noel said we would. Does this mean everything else he said is true? Did he really meet Lightning in Valhalla? Maybe. Once I step through the gate, I'll be leaving my friends, my students, and the village for who knows how long. Can you tell me, Lightning? Do I dare believe this man? Ein Gigantenartefakt erhalten. Okay. Und dafür gibt es jetzt wieder eine Belohnung. Ja, Dialogtrigger, ein Heiltrank. Bisschen magere Ausbeute, aber naja. So. Dann müssen wir jetzt mal hier weiter die Bewohner fragen. Ich muss mal gucken. Oder, ja, Noel folgt uns. Okay. Dann frage ich jetzt einfach mal hier so durch. Wenn wir das überhaupt noch tun müssen. I'm going to take this artifact and open that gate. But you still don't trust me, do you? I can see it in your eyes. If there's anything you're wondering about or don't believe, just ask and I'll try to explain. Well, there is one thing. What is it you want exactly? A future that has people in it. I lived at the end of days. I was the very last child to be born. As I grew up, everyone I knew died, one by one, until eventually it was just me. All their dreams fell on my shoulders. I was their last hope. It was too much, so I left.
Sure. Maybe I couldn't go home again. Maybe I couldn't make everyone happy. But at the very least, I could rebuild a future where everyone could survive. So I went through the gate. I wasn't thinking very clearly then. I had a dream, but I didn't think it all out. I didn't know what it really meant. But once I got here and saw how you and your friends live in this village, I knew my dream could come true. In Valhalla, your sister gave me a chance. She gave me hope. The future can be changed. That's what she told me, and I believe her. I understand. Thank you, Noel. Thank you for telling me that. You want to take a moment to say goodbye before we leave? Okay. Dann brechen wir jetzt mal auf mit Noel durch das Portal. Wo ist denn das Portal jetzt eigentlich? Befindet sich das irgendwie im Haus oder wo geht der gerade hin? Ja, der folgt uns, ne? Aber boah, ich finde die Atmosphäre hier so genial, ne? Sieht einfach alles so perfekt aus irgendwie, ich weiß es nicht. Aber wo ist jetzt das Portal? Sprechen wir den mal an. Die Abkürzung durchs Meer, was? Ich gehe einfach da lang jetzt. Ich glaube, das Portal war ja da eben beim... Ach stimmt, das war ja der Meteor. Boing, 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 flop. Komm her. Oh, drei Eidechsen. Eine Wasabi-Kröte. Ach du Scheiße. Na, die sterben auch so, wie ihr Name klingt. 5 Sterne, keine Gegenstände. Schade eigentlich, ich könnte jetzt noch ein paar Phönixfedern gebrauchen, weil ich denke mal, das wird später noch viel, viel schwerer. Und die Geschichte vom Anfang mit Kaios, die ist, denke ich, auch noch nicht zu Ende. Na. Komm her, wo sind sie? Nein, 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 nein. Nicht rot werden, gut. Wir haben es noch im grünen Bereich geschafft. Feuer, Feuerschlag, Feuer, tot. Mit der Kombination komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Später brauche ich natürlich noch einen Heiler. Muss ich entscheiden, wer den Heiler macht. Wenn wir zu zweit bleiben, denke ich mal, dass das wir machen. Weil Noel macht dann doch noch ein bisschen mehr Schaden. Kröte. Komm her. So. Und Elektroschlag, Blitz. Kröte tot. Jetzt geht's aber wirklich mal gut los hier. Jetzt kriegen wir die ganze Zeit 5 Sterne. Und da ist ein Item. Phönixfeder, Gott sei Dank. Okay, dann... Oh, wie kann das sein? Wir waren da doch gerade vorbeigelaufen, dann kommen nochmal Gegner. So. Blitz, Feuer, Blitz. Jetzt aber. Der stirbt. Nackt-Chimär. Das sieht aus wie eine Blume, wie so ein Bisasam irgendwie, aber... Das dürfte nur 4 Sterne geben, glaube ich. Oh, doch 5. Und eine Phönixfeder, 2 Stück sogar. Damit hätten wir schon 5 Phönixfedern, wow. Da gibt es noch ein Item. Ein Eisenreif, oh, 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 der könnte Sarah gebrauchen. Dann gucken wir mal, Ausrüstung. Sarah. Anlegen. Gucken wir mal, Details. TP erhöht, okay. Warte mal, braucht das... Wer braucht denn das eher? Okay. Sarah hat 418 TP, dann gucken wir mal. Noel hat 428, ja, dann können wir das Sarah anlegen, dann liegen die beide gleich. So. Anfangs ist das ja noch nicht so wichtig.
Das mit dem Sound, das muss ich unbedingt noch regeln, also... Ich nehme jetzt die Aufnahme hier am Stück auf, also... Falls ihr schon denkt, das hätte ich schon längst regeln können. Ich spiele das hier immer gerne ein bisschen länger. So. Feuer. Blitz. Dann machen wir den mal Schock. Gut. Ja, und es dürfte es dann jetzt gewesen sein. Mann, der lässt mich nie angreifen. Der ist doch echt hier so. Was gibt's denn da für einen Heiltrank? So. Aber nu, wo geht's lang zu dem Portal? Hier oben irgendwie? Der hatte doch den Weg versperrt gehabt, ne? Das war... Ach du Scheiße. Leute. Oh Mann, ich hab einen Orientierungssinn, ey. Ist manchmal echt so ekelhaft. Blitz. Oh Mann, im Team ist das so genial. Wir sind einfach unschlagbar, dafür gab es einen Heiltrank. So. Ne, da hoch, da geht's ja jetzt nicht. Kann ja nicht sein. Warte mal. Vielleicht. Oh Gott. Leute. Das ist gut, dass wir immer den Präventivschlag bekommen. Weil so sind meine Fähigkeiten direkt aufgeladen und die Kröten sterben, wie die Fliegen. Ein Heiltrank. So, dann gehen wir nachher auch nochmal ins Kristarium, denke ich, im nächsten Abschnitt so. Und leveln unsere Fähigkeiten noch ein bisschen auf. Ich denke mal, das hier müsste der Weg gewesen sein. Eben waren wir ja hier bei Nacht durchgelaufen. Und dann sind wir hier, glaube ich, ganz richtig. Ein Golem. So, sobald er in Schock ist, kann Noel loslegen. Und dann kriegt er enorm viel Schaden. So, ich lasse das eine jetzt mal aufladen und Schock. Gut. Los, Noel, Falte deines Amtes. Weil Nahkampfangriffe sind im Schockzustand immer effektiver. So. Ah, dieser Mokri ist langsam irgendwie süß, ich weiß es nicht. Der war mir so am Anfang so irgendwie ekelhaft unsympathisch, aber jetzt... Ist der ja eigentlich ganz niedlich. Ich glaube, wir müssen da hinten hin, ne? Was ist das denn? Toll. Kriegen wir noch mal den Präventivschlag. Aber ist ja auch egal, weil... ich muss jetzt erstmal den Weg finden. Kommt auch eigentlich ganz gut, wenn so viele Gegner kommen. So, einmal Feuer und das war's. So. Schauen wir mal. Hopp, geh hoch. Hier ist wieder so ein Trigger. Dialog-Trigger. Ach ne, Inventar erweitert. Nora Medikit, was ist das? Da muss ich jetzt mal gucken. Inventar. Wichtige Gegenstände. Na hopp. Das Medikit ist kinderleicht anzuwenden und stellt eine grundlegende Versorgung sicher. Okay. Naja, wem es hilft. Ja, hier kann man doch gar nicht lang. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, ich brauche die Karte dafür, ne? Oder Navi oder sonst was. Ah, gut, richtig. Halleluja.